Was wir gucken wollten, hier vor neuen Neuer Stunden. Stadionvlog. Oh, Anton, bravo Anton, bravo Anton. Deutschland spielt versus Frankreich zusammen mit Tone. Mit Kroatien Trikot. Ich durfte endlich mal wieder auf der Couch schlafen. In Hotel Tabak, Leute. Das ist so entspannt. Hier kann man so elektrisch rausfahren. Das ist so gemütlich. Aber ich hatte nicht so die beste Nacht, weil... Vielleicht seht ihr es schon. Guck mal. Da ist noch alles sehr gerötet und die Folie ist drauf. Es muss alles abheilen. Hier seht ihr auch schon noch eine Nuklearmedaille. Ich war nämlich gestern, ich glaube, 12 oder 13 Stunden beim Tätowierer. Und ich blende euch jetzt hier noch Bilder ein von den anderen Tattoos, von meinem Oberarm. Da ist der PS3 Venom Scuff drauf. Die OGs werden es wissen. Damit habe ich damals die erste Triple Nuklear gespielt. Die steht einfach für die Zockerzeit. Und ein Skorpion mit seinem Stachel hält quasi den Controller fest. Und das ist natürlich eine Hommage an meinen Bruder. Marcel Scorpion. Wo ist die Brutalmedaille, Bro? Ja, die Brutalmedaille habe ich nicht erreicht. Wenn das auch noch erkennt, das war krass. Nuklearmedaille ist selbsterklärend. Und was habe ich hier noch? Genau. Aber ich finde, der Tätowierer hat echt gute Arbeit geleistet, ne? Sieht schon echt, das untere Tattoo sieht schon echt gut aus. Oder Chat, muss man schon sagen, hat er schon gut gestochen. Aber hier ist noch so eine Rose, seht ihr auch noch mal ein Bild, da sieht man es dann besser. Oder wie findet ihr es, ehrlich? Das ist einfach so zum Verbinden. Und Leute, Ton und ich machen sogar ein Partner-Tattoo. So. Schaut euch das an, das ist so heftig gestochen, Bro. Das ist die erste Hälfte auf meiner linken Wade, wie Son Goku Fusion macht. Und Tone macht dann quasi den Vegeta auf der anderen Seite, auf seiner rechten Wade, wenn wir dann nebeneinander stehen. Ja, berühren die sich quasi. Ihr seht auch nochmal hier Vegeta und Goku, wie halt da die Grundidee war. Toll umgesetzt, ne? So ein Künstler, der Wesley, ich verlinke euch auch nochmal in die Videobeschreibung, Leute. Ich habe da auch alles selber bezahlt fürs Tattoo, aber der Mann hat es einfach drauf, ne? Es sieht aus wie gedruckt. Ach ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe ja noch ein Nackentattoo. Das ist einfach, wer kennt es noch? Oh, ich will mir nicht vorstellen. Ja, machen wir, Nico. Ich will mir nicht vorstellen, Chat, wie weh dieses Tattoo tut. Boah, weil die Haut ist da so dünn und so. Boah, ich glaube, das... Aber was soll das sein? Ein Schwert? Was ist das? Noch von Yu-Gi-Oh! Haben damals ganz viele Leute gespielt. Wiedergeburt. Ja, Mann. Und da geht auch nochmal ein riesen Dankeschön. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe ja noch ein Nackentattoo. Das ist einfach. Wer kennt es noch von Yu-Gi-Oh! Haben damals ganz viele Leute... Nee, ist Quatsch, finde ich. Sorry. Anton, mein Bruderherz, bester Mensch, sympathischster Mensch, aber verquatscht. Gespielt? Wieder gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Bin ich ehrlich? Ihr wisst, wie ich bin, Chat. Das gefällt mir nicht. Bin ich ehrlich. Geburt. Ja, Mann. Und da geht auch nochmal ein riesen Dankeschön an euch da draußen raus, Leute. Das Tattoo ist eigentlich auch euch eigentlich gewidmet. Es kracht beim DFB. Hansi Flick wurde gefeuert, ihr habt es alle mitbekommen. Und Rudi Völler wird heute erstmal übergangsmäßig die Nationalmannschaft übernehmen. Fun Fact, Tone, er war schon mal Trainer. Damals auch als Notlösung, 2000 sprang er ein. Deutschland war richtig auch in einem kaputten Zustand. Und was ist passiert? Sie haben gewonnen, oder? Nein, er hat Deutschland bis ins WM-Finale geführt. Echt? Genau, diese Jahre hat er die begleitet. Krass. Gegen Brasilien haben sie dann leider damals verloren, aber als absolute Überraschungsmannschaft. Ronaldo Doppelpack, Oliver Kahn im Tor, dieser legendäre Patzer. Also, was sagst du denn jetzt? Ich sag dir Nagelsmann. Ich hab gehört, Bayern soll sogar... Ist noch zu früh, er ist zu jung, Bro, er ist zu jung. Ja, aber ich hab gehört, Bayern soll sogar quasi eine Ablöse ziehen lassen. Dass sie quasi nicht auf dieses Geld verzichten und dann einfach kostenlos zum DFB geht. Weil er hat ja noch bis zu 26 Vertrag. Genau. Ja. Nagelsmann hat bis 2026 Vertrag? Chat, wollt ihr wissen, wie er gerade seine Eier baumeln lässt und jeden Monat Kohle kassiert? Der kassiert gerade jeden Monat ganz entspannt seine Kohle, aber ohne Ende, die nächsten 3 Jahre und muss einfach nichts machen. Oh mein Gott. Ist das krass. Crazy. Ja, Leute, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Crazy. Überlegt mal, einfach chill mit 10 Minuten. Ja, Digga. Dann schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird... Wirklich Fadenbeißer, safe. ...wird der neue Bundestrainer. Und Anton, ich muss dir noch was zeigen. Ja, zeig mal bitte, Bro. Also erstmal das hier. Ton hat hier so einen richtig geilen Rahmen extra hier hergestellt, damit man die PSA-Karten reintun kann. Hier ist Messi. Und wo ist denn einer mit Unterschrift? Oh, das ist von Champions-League-Finale. Ah, Unterschrift hier hast du hier. Einer mit Unterschrift. Oh, das ist sogar richtig wertvoll, ne? Ja, mit Haaland zusammen. Also ich will jetzt kein Auge machen, dass kein Einbrecher kommt, aber was ist die so wert? So 4K wahrscheinlich.
4.000. Aber die kommt auch in Schließfach. Okay. Und Bro, die lasse ich halt schon zu Hause, aber es ist eine One-of-One. Die gibt es nur einmal auf der Welt mit einem Stück vom Ball. Und Musiala hat die Karte unterschrieben, wo ich mit ihm interviewt. Quasi doppelt gemoppelt, genau. Ne? Digga, sowas ist etwas wert? Krass. Quasi auf dem Case. Oder ja, wo wir ihn getroffen haben. Ja, der ganze direkt mit den Fingern drauf. Mit einem Stück vom Ball. Sorge machen, dass kein Einbrecher kommt, aber was ist die so wert? So 4.000 wahrscheinlich. 4.000 ist diese Karte wert. Geisteskrank. Aber die kommt auch in Schließfach. Okay. Und Bro, die lasse ich halt schon zu Hause, aber es ist eine One-of-One. Die gibt es nur einmal auf der Welt mit einem Stück vom Ball. Und Musiala hat die Karte unterschrieben, wo ich mit ihm interviewt. Quasi doppelt gemoppelt, genau. Ne? Genau. Es ist quasi auf dem Case. Ja, wo wir ihn getroffen haben. Ja, der ganze direkt mit den Fingern drauf. Oh, sorry. Ich habe ja auch noch ein Video gedreht mit Jamal, Leute. Das kommt auch noch die Tage online. Und da ist Tony's Goat, genau. Luka Modric. Da ist auch nochmal eine Unterschrift von ihm. Die Karte gefällt mir richtig gut, Digga. Jawolski, hier sind auch geile Displays. Hier natürlich auch Lionel Messi mit dem WM-Pokal. Son Goku. Nico, ich habe keine Ahnung, Bro. Ich kenne mich damit gar nicht aus, ne? Ich kenne mich gar nicht aus mit diesen Karten und sowas. Ich weiß es nicht. Ja, wen haben wir denn da um? Ui! Mein Gott, Tone. Du hast echt die süßeste Katze. Die hat echt schöne Augen. Ja. Jetzt fahren wir erstmal mit Tone seinem M4 Richtung. Boah, geiles Auto, Digga, M4. Boah. Dortmund. Nice Auto. Was kostet M4 so, Chat? Ungefähr, was kostet ein M4? 80.000? Boah, ist ein sehr schönes Auto. Uiuiui. Oder ich fahre mein Smart. Ich bin voll zufrieden mit meinem Smart. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Smart. Ich liebe meinen Smart, ich schwöre. Das Spiel für den mein Traumauto, einfach mal nur mal, damit ihr es mal gehört habt, ist M8. M8 ist für mich geisteskrankes Auto. Und heute nehme ich im Signal Iduna Park statt. Wobei, nee, Quatsch, wir fahren ja nach Essen. Und gehen auch dort etwas essen mit Musti und Gamer Brother. Deutschland hat von den letzten 5 Spielen 4 Partien verloren und noch einmal unentschieden gespielt gegen die Ukraine. Was geht ab, Leute? Jetzt bin ich im Hotel hier in Dortmund, denn ich habe morgen noch einen Dreh hier mit Adeyemi. Bettsprung machen wir gleich. Ich habe sogar so eine chillige Küche hier, wie so ein kleines. Digga, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich bin wirklich mit meinem Smart sowas von zufrieden. Ich liebe mein Smart. Ich kann überall parken. Ich zahle nicht viel für die Versicherung, für Tank. Super, super. Aber natürlich, ich sag auch ehrlich, es kann sein, dass ich mir vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren oder sowas dann ein neues Auto hole. Und dann vielleicht wird es auch ein bisschen ein teureres Auto. Aber je nachdem, wie das Leben läuft, ob ich es mir leisten kann oder nicht, mal gucken. Das Studio. Ich habe einmal damals einen Fehler gemacht mit Auto Leasing. Und das werde ich niemals vergessen. Ich schwöre, niemals. Diesen Fehler mache ich auch nie wieder. Ach, Digga. Ach, okay, da haben wir echt einen Kühlschrank, aber nur ein einziges Wasser drin. Was haben wir denn hier? Worauf gucken wir? Auf ein paar Graffitis da hinten. So, let's go. Meine Prediction übrigens für heute lautet, dass Deutschland gewinnen wird. Ich schwöre, meine Katze sieht nicht aus wie von Eli und Eldos und sowas. Meine Katze ist im Gesicht anders. Guckt mal meine Katze an. Ich muss sie so halten, dass es ihr nicht unangenehm ist. Sie hat ein ganz anderes Gesicht. Alles gut, Habibi, alles gut. Ich halte dich nur ganz kurz, okay? Ganz kurz nur. Meine Katze ist nicht so dick im Gesicht. Sie hat kein rundes Gesicht. Tut mir leid. Tut mir leid, ich weiß. Eins, die werden heute ein fettes Zeichen setzen und die ganzen Kritiker überraschen. Und ich glaube, die Stimmung kann in dem Land auch wieder sehr, sehr schnell kippen. Wobei man natürlich auch andersrum argumentieren kann, denn die Franzosen. Sorry, Messi, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Bro. So richtig nochmal auf den falschen Fuß erwischen und die noch mehr zerstören. Ich sag 2-2. Mbappé 2 Tore, aber Sané macht auch eins. Wer kommt denn da im AMG? Ach, Musti, sieht man dich wieder. Und Simon. Seit 2 Tagen repariert. Was sagst du? Prediction? 2-1 Deutschland, komm. Ich sag auch 3-1 heute. 1-0 Deutschland. Ich schwöre, Deutschland gewinnt heute. Okay, ich sollte nicht schwören. Was ist das denn für den Poster? Hallo. Hrvatska. Okay, wir sind in Dortmund angekommen. Wir gehen jetzt hier in Vetro-Restaurant was snacken. Ab und zu gehen hier auch Spieler etwas essen. Sieht hier ganz nice aus.
Heute wurde sie enthüllt, und zwar die Gerd Müller Statue direkt vor der Allianz Arena. Richtig geil. Und das ist auch eine Schocknachricht. Paul Pogba wurde auch... Stimmt, Digga, das habe ich auch mitbekommen. Paul Pogba einfach positiv auf Doping. Wie kann denn das sein? Auf Doping. Crazy. Positiv getestet. Es kann sein, dass er bis zu 4 Jahre gesperrt wird. Ja, Testo, ja, aber zählt ja zu Doping. Hier draußen auf der Terrasse ist eigentlich auch eine ganz geile Aussicht. Man ist hier so voll. Gefühlt Pogba auch für nicht, war safe. Im Grünen. Der wird auch nächstes Jahr nach Saudi-Arabien gehen, wirst du sehen. Die offiziellen Aufstellungen sind da. Frankreich starten, Muani vorne, Coman, Griezmann, Tchouaméni, Kamavinga. Aber Mbappé ist erstmal noch auf der Bank und Dembélé auch. Und Deutschland spielt mit 4-2-3-1-Formation. Müller ganz vorne, also weder Füllkrug noch Havertz starten. Sané und Gnabry auf außen, Wirtz, Gündogan. Ja, sieht stabil aus. Mashallah, diese Trüffelnudeln, was die sich gönnen. Digga, mies kleine Portionen, mies nicht gut. Ja, danke. Für mich Pomodoro mit Chicken. Was gibt ihr? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich heiß. Ich kann doch nicht, weil es so heiß ist. Heiß? Euer Trüffel riecht aber endkrass. Am meins lecker. Mashallah, diese Bling... Viel zu klein, Bruder. Bling-Uhr. Oh je, Leute, es kracht. Wir stehen komplett im Stau. Wir kommen wahrscheinlich ein paar Minuten zu spät. Das... Freut, ich hab 4 Minuten rausgeholt. Mein Gott, Digga, aber ich habe sowas auch noch nie erlebt, Mann. Was ist denn hier los? Alter, Katastrophe, wir kommen nicht voran. Ey, Leute, jetzt Real Talk, schon fast 20. Minute. Oha, die sind immer noch nicht im Stadion. Ich war am letzten Spieltag bei Dortmund gegen Mainz, war es so schlecht organisiert. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Simon und Toni stecken immer noch fest und suchen Parkplatz. Wir laufen jetzt schon mal vor. Schwarz, Rot, Gold, gleich sind wir da. Guckt mal, wie viele Leute da vorne noch zu spät sind. Das ist ja Alter. Hi, Bro, das Spiel läuft! Hallo, 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 hallo! Freunde, sorry, normal mache ich immer Bilder, aber jetzt läuft das Spiel. Was haben wir bitte für geisteskranke Plätze? Das Boah, ist ja abnormal. Richtig geile Plätze. Boah, okay, wir haben nicht so viel verpasst, Leute, außer das Tor von Müller. Einfach erste Reihe. Wie geil, Digga. Frankreich hat sogar ziemlich viel Auswahl. Aber ein bisschen kacke fürs Video, weil man so von unten filmen muss. Ich mag es immer so ein bisschen hoch. Fans mitgebracht. Komm jetzt, Rüdiger! Ah, Ballverlust. Obwohl, wenn er so filmt, dann geht's. Nein, nein, nein. Aber da oben sind noch schon ziemlich viele Plätze frei, gell? Ja, ich würde so sagen, so 80%, 70%, aber immer noch sind halt voll viele nicht im Stadion, ne? Aber da oben sind noch schon ziemlich viele Plätze frei, gell? Ja, ich würde so sagen, so 80%, 70%, aber immer noch... Denkt ihr, Wiska Barca fragt die Leute hinter sich so, ob er filmen so, darf? Das sind halt voll viele nicht im Stadion, ne? Oh, oh, gefährlich. Nein, oh! Ganz, ganz... Nee, ne? Der macht einfach. ...so gut gemacht von Muani, ne? Ja. PSG hat aber jetzt auch einen richtigen OP-Franzosen-Angriff. Muani, Dembélé und Mbappé. Die harmonieren auch viel besser als Mbappé, Messi und Neymar. Guckt euch mal diese Aufnahmen an. Leute, ich kann den Spielern in die Augen schauen von hier. Und es wird eine Laola-Welle gestartet. Also ich sag euch ehrlich. Tolle Stimmung hier in den Anfangsminuten. Das oft welche immer blöd gucken, ja. Ich habe auch schon 2-3 Stadion-Vlogs gemacht. Alleine sein Blick hier. Abo. Als ob er gleich irgendjemand angreifen will. Deutschland! Genau diesen Support brauchen und fühlen auf Digga. Spieler. Griezmann wird gerade fett ausgepfiffen bei der Ecke. Ihr wisst schon, Leute, Mbappé in der zweiten Halbzeit wird dann genau vor uns laufen. Muani, so schnell. Taktisches Foul. Es gibt eine gelbe Karte. Die hatten auch gut laut, die Franzosen, ne? Das ist vor allem permanent zu hören. Eieiei, Coman hat gerade Hendricks echt alt aussehen lassen. Ball durch seine Beine so gelassen und ist weggesprintet und auch gegen Emre. Aber starke Rete! 10 Applaus! Sehr, sehr geil von Emre Can, ehrlich. Super Junge! Jetzt pfeift er ab, ja. Halbzeit, Leute! Ey, was ein blastes Timing! Seitdem wir im Stadion sind. Tschüss, guck mal, die kommen direkt zu ihr. Die wollen alle Fotos machen. Geistkrank. In Deutschland ist eine Vorschau, ne? So, jetzt hol ich ein paar Bilder nach. Bis gleich. Alter, Leute, was geht denn ab, Digga? Hier, guck mal, die warten alle. Jetzt kommen wir mal runter. Das geht. Oha, Leute, der Mann hat einfach Messi in Barcelona beim Training abgefangen. Richtig nice. Boah. Korrekt. Hey, hey. Hey.
Tone ist erst jetzt gekommen, Leute. Ich habe wirklich ohne eine Sekunde Pause nonstop permanent Fotos gemacht. Seit dem Halbzeitpfiff. Was, wie viele Ronaldo-Fans sind denn hier? Was ist das? So, Freunde, zweite Halbzeit kommen safe. Kielan rein, Usman und Deutschland hoffentlich drehen auch nochmal ein bisschen auf. Wie breit und stämmig auch der Mournier ist, ne? Im Fernsehen sieht er mal so dünn aus. Henrich zieht vorbei! Digga. Kamavinga, ganz eklig, flach auf dem nassen. Das war Tchouaméni, oder? Mark eigentlich gut gehalten, aber ist ein bisschen zu weit aufgeprallt. Alter, schon wieder ganz knapp vorbei von Antoine. Das Schöne ist, jetzt haben wir eigentlich gestanden. Ich weiß nicht, was ich von Griezmann halten soll. Ich weiß es nicht und ich werde es nie wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, was ich von ihm halten soll, wirklich. Ich weiß es einfach nicht. Ich keine Ahnung. Mysterium für mich. Da ist Mbappé, Leute. Ich habe ihn gespottet. Hier, hinter dem einen Betreuer. Moni, schau mal. Ja, Walter! Gnabry! Komisch, ja, Mbappé hat ziemlich lange Farben. Wahrscheinlich kommt er dann rein, warum wir nicht rein. So, Brandt und Haber sind drin. Ja, Brandt. Hier, gut abgelegt! Oh, wird geblockt, wird. Oh, nee. Dembélé. Das war's. Dembélé mit dem Haken. Sein Signature Move. Digga, wie nah, ey. Schon krass. Guter Ball. Hau rein. Ja! 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 Super! Ich will die Deutschlandflagge auch überall sehen! Let's go! 2-0, Leute! Sonne! Sonne! Ich wusste es, dass Deutschland heute schafft. Keine, Digga, es ist so komisch, dass. Was ein Trainerwechsel-Chat, was das so mit jemandem. So mit einer Mannschaft anrichten kann oder mit so Spielern, es ist. Schon krass. Ey, denkt ihr, Chat, jetzt mal. We talk jetzt, ja? Denkt ihr, Hansi Flick hat gestern vom Fernseher gehofft, dass Deutschland verliert? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Er hat doch safe dagegen gehofft, oder? Tika. Weltmeister. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, aber trotzdem. Der wird sich gerade auch auf die Couch stecken. Safer. Meine Güte, ey. Jetzt auf einmal. Oh. Und Elfmeter für Frankreich. Oh mein Gott, nein. Direkt im Gegenzug. Leroy verursacht ihn. Gerade noch ein Tor geschossen. Jetzt kann man Winger für dumm. Und Antoine Griezmann wird antreten. Buh! Full! Drin. Ja. Anschlusstreffer. Ein paar Minuten haben wir noch, Leute. Deutschland! Deutschland! Letzte Sekunden laufen. Es ist nichts mehr passiert in der Nachspielzeit. Ich glaube, er pfeift jetzt ab. Usman. Weg. Das war's. Schön. Wichtig. Und das Stadion jubelt. Spieler kriegen Applaus. Ganz, ganz wichtig für dieses Spielchen. Ganz wichtig für den Kopf, wirklich. Ja, Leute, helft auf Kopf. Wir müssen jetzt. Lass mich mit Andreas Thom in Ruhe, bitte. Hier, durch die Menschentraube, durchkommen. Das war's auch schon für den heutigen Vlog, Freunde. Heute etwas kürzer und knackiger. Wir hatten leider echt Pech mit dem ganzen Verkehr, aber ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Dankeschön, Anton. Geil.